Das ist die Grenze! Wir sind das Volk! Subota 28. november, 14 bo ura, tukaj na mejnem prehodu Špilje-Špilfeld z avstrijske strani se počasi nabira množica protestnikov, kajti nevladna avstrijska organizacija je za danes napovedala še en protest in sicer pod naslovom Za Evropo, za primo mejo. Organizatorji so sicer napovedovali, da bo prišlo kakih 4000 protestnikov iz Avstrije ter sosednjih držav, tudi Slovenije, nekaj zastav slovenskih je videti med to množico. Prišli pa naj bi tudi protestniki iz Italije, Avstrije, Francije in Madžarske. Povorka se počasi pomika proti avstrijskemu mejnemu prehodu na stari cesti Špilje Šentil, kjer je nastanitveni center oziroma zbirni center za migrante, kamor prihajajo iz našega mejnega prehoda Šentil. Aber ganz ehrlich, wie wäre es lieber, wenn es sicher wäre, wenn alles in Ordnung wäre und wenn wir nicht auf die Straße gehen müssen. Aber wie wir sehen, die Regierung macht nichts, der Feinmann sitzt in seinem Bonn zu Kenner, trinkt seinen Kaffee, scheißt drauf, was hier passiert. Und deswegen müssen wir, das Volk, auf die Straße gehen und zeigen, dass es nicht so weitergehen kann. Und deswegen, Feinmann raus! Feinmann raus! Feinmann raus! Ena od parol, ki jo stalno sklikajo protestniki, ki gredo proti mejnemu prehodu Špilje Šentil, je tudi domovina, svoboda, tradicija, migranti ne sodijo v Evropo. Und deshalb gehen wir ruhig und friedlich.
Land. Wer ist der Souverän? Ganz genau. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Volk. Werner Faymann ist nicht der wahre Souverän in diesem Land. Und auch die Presse, die vierte Gewalt, das ist nicht der Souverän in diesem Land. Und auch die Hinterzimmer der Konzerne, die vertreten nicht das Volk. Wir selber, wir allein sind das Volk. Das wahre Österreich ist heute hier im Süden, im Spielfeld. In euren Herzen schlägt das Herz Österreichs und Europas. Ihr macht mich stolz und ich bin stolz, mit euch gemeinsam heute hier sein zu dürfen. Festung Europa! Festung Europa! Macht die Grenzen dicht! 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 Davor hat ihr einen Antifa-Fotografen gesehen. Und vor zwei Wochen bei der letzten Demo war ich selbst hier und wollte normal mit den Linken reden. Normal. Wollte mit ihnen reden über alles, was hier passiert und fragen, was ist ihre Meinung, was ist eure Meinung dazu. Das Einzige, was ich als Antwort bekommen habe, war, wir sind die Nazis, mit euch reden wir nicht. Wir sind die Nazis, mit euch reden wir nicht. Ja. Es ist eine Meinung, du probierst normal mit ihnen zu reden, aber es funktioniert nicht. Und deswegen müssen wir unsere Meinung kumpeln. Immer lauter werden, immer mehr werden. Und deswegen, Festung Europa, macht die Grenzen dicht! 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 Und damit auch unsere Freunde aus den anderen europäischen Ländern wieder mitsingen können und wir gemeinsam unsere Meinung kundtun können. Deswegen singen wir Pro Border, Pro Nation, Stop Immigration! 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 Und damit ich meine Stimme ein bisschen schämen kann, müsst ihr lauter werden. Weil ihr merkt, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich bin das auch nicht gewohnt, hier zu reden. Und deswegen singen wir. In Masalem bleib zu Haus! In Masalem bleib zu Haus! Bis die nächste Runde! In Masalem bleib zu Haus! Bis die nächste Runde das Haus! In Masalem bleib zu Haus! Flüchtlinge sind anders aus! Invasoren bleibt zu Haus! Flüchtlinge sind anders aus! Invasoren bleibt zu Haus! Flüchtlinge sind anders aus! Sehr schön! Wir hören, dass hier ein lautstarker Protest ist. Und wieder leider auch ein gewisses Echo. Nicht nur jetzt überlassen der medialen Landschaft, auch wenn es sich stolz dafür besser diskutiert werden oder beziehungsweise, dass die Medien bestens über uns schreien. Aber das ist uns egal, weil wir, so ist der Nazi-Deutsche gesagt, wir das wahre Österreich sind. Wir sind jene, die Österreich im Westen schreien. Wir sind jene, die auf die Straße gehen und das ist diese Mittelfänger. За всяко место тези австрийци поскърбели за додатно заварование, че би случайно пришло до какшних изгледал мед протестники. Това прицеи полиция е тук околи, тоди полицийски хеликоптер весь час прилетава при зорище догаяния. Тук при мене приходи в Шпиле. Протестники по села
pijejo parole Freiman odstopi oziroma zgini, poleg tega domovina, svoboda, tradicija, multikulti, se pravi multikultura naj izgine, ali pa domovina, svoboda, tradicija, neprodušno zaprimo meje. Wir sind ein Volk, ein Volk voller Länder. Heute sind mehrere Völker hier vertreten durch. Heute sind mehrere Völker vertreten: Slowenen, Deutsche, Engländer, Franzosen, als auch Italiener. Das ist der Geist Europas. Das ist der wahre Geist Europas. Meine Freunde, eigentlich hätten wir gar nicht gehen sollen und dürfen. Eigentlich wollte man uns festnageln am Kreisverkehr und uns gar nicht gehen lassen. Und wir sind aber jetzt gegangen. Und wir sollten hier schon stehen bleiben. Aber ich sage, wir gehen gemeinsam noch ein Stück weiter nach vor, um so, dass wir zumindest etwas sehen. Ja, um zu zeigen, dass wir uns nicht alles sagen lassen. Also gehen wir weiter und werden dort unsere Abschlusskundgebung abhalten. Wir gehen weiter! 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 Wir sind das Volk! Wir gehen weiter! Wir sind das Volk! Wir gehen weiter! Wir sind das Volk! Povedali neposreden pristop do dnevnega prehoda oziroma do migrantskega zbirnega centra v Špilju. Protestniki so odločeni iti do samega zbirnega centra v Špilju. Tu je zdaj dobri štisoč protestnikov, nekaj kar manj od zadnjega protesta, ko se je zdaj skoraj 5000. Das offene Scheunentor von Werner Freimann. Ich bitte euch alle jetzt, einen Halbkreis zu machen, um diesen Wagen herum, ja, also ein bisschen näher zu kommen, stehen zu bleiben und die hinten aufschließen zu lassen, die da hinten sich da herstellen. Na, ich war fast schon, ja genau. Ihr könnt so stehen bleiben, sehr gut, sehr gut. Wir werden jetzt hier gemeinsam vereint als das wahre Österreich auch die Wahrheit sprechen. Wir wollen euch kein Honig ums Maul schmieren, wie die Politiker immer. Die sagen, alles wird gut, alles passt schon, alles leiwand. Ja, ja, der Winter stoppt die Flüchtlinge von wegen. Was wir jetzt erleben, ist die Ruhe vor der großen Welle. Bis nach Bangladesch ist die Gründer von Refugees Welcome geraten. Und aus Bangladesch machen sich die Leute schon auf, um nach Europa zu kommen. Die Frauen, die Kinder, immer mehr, alle strömen herein. Und dazwischen, gut getarnt und versteckt, die Banner und die Schützen von Paris.
Und ich glaube, es ist wirklich ein prägendes Bild für das heutige Europa, dass es gut möglich ist, dass einer der Attentäter von Paris am Flughafen von diesen verrückten Gutmenschen Multikultis beklatscht wurde. Und ich sage, wir werden geführt und geleitet von Wahnsinnigen, von Leuten, die nicht mehr klar denken können, von Leuten, die gefangen sind in ihrer verqueren Ideologie. Und wir müssen die Notbremse ziehen, und zwar so rasch als möglich. Es ist Gefahr im Verzug. Wenn diese verrückten Europa noch weiter regieren können, dann werden sie uns in den Abgrund führen. Und ich bitte nun Patrick Lehnert, den Leiter der steirischen identitären Bewegung, also kein Zugraster wie ich bin ja heute aus Wien hergekommen, an das Mikrofon, der zu euch sprechen wird und der euch das sagen wird, was ihr in keiner Zeitung zu lesen bekommt. Ich möchte mal das echte Österreich begrüßen, das heute hier sich versammelt hat, um zu zeigen, das ist die Grenze, weiter dürfen unsere Politiker nicht gehen. Wir haben Spielfeld gemeinsam nicht nur zu einem Symbol gemacht, der offenen Grenzen, sondern auch zu einem Ort des Widerstandes, zu einem Symbol des Widerstandes gegen den großen Austausch, gegen eine Politik des Austausches. Wir müssen uns klar machen, hinter jedem Einzelnen, der heute hier ist, stehen Hunderte und Tausende weitere. Alle, die sich nicht trauen, heute hier Gesicht zu zeigen. Für all jene stehen wir hier und zeigen ihnen, ihr braucht keine Angst haben. Man kann auf die Straße gehen, man muss den Mund aufmachen. Wir sind die erste Reihe und wir fordern die Festung Europa. Festung Europa macht die Grenzen dicht! 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 Wir stehen heute nicht mehr hier als die Wahlpatrioten, als das echte Österreich. Wir stehen heute hier als ein Symbol für die 2500-jährige Geschichte Europas. Wir stehen heute hier als die Träger einer Kultur, die bis zu unseren Urfahnen hinreicht und wir noch weitergehen werden an unsere Enkel und Urenkel. Wir sind das echte Österreich. Und damit wir unsere Tradition erhalten, haben wir heute hier drei Forderungen aufgestellt. Die erste Forderung ist, wir wollen sichere Grenzen. Wir wollen eine sichere Zukunft und wir wollen den Erhalt unserer Identität und Heimat. Die Hetzer in Medien und Politik haben gesagt, das ist grenzenfeindlich. Aber jedes Volk auf dieser Welt hat ein Recht auf eine sichere Zukunft, hat ein Recht auf eine sichere Heimat. Jedes Volk ist heute stellvertretend auch hier. Wir haben heute hier Italiener, Slowenen, Franzosen, Tschechen, Deutsche, Österreicher. Jeder Einzelne anerkennt unser Recht auf eine Zukunft. Und das können wir heute einfordern. Aber wir wissen auch, und auch das ist eine Verdrehung der Medien, wir sind heute nämlich nicht hier, um gegen Flüchtlinge zu sein. Wir sind heute hier, um für unsere Heimat zu sein. Die Leute, die hier illegal über die Grenze kommen, kommen natürlich nicht zum Spaß. Diese Leute müssen gehalten werden und das bestreitet auch niemand. Aber man muss auch realistisch sein, man muss sehen, es gibt eine Grenze, es gibt eine Obergrenze, die unsere Politiker schon weit überschritten haben. Und wir sagen, wir wollen den Leuten helfen, aber wir wollen ihnen sinnvoll helfen. Und diese sinnvolle Hilfe heißt Hilfe vor Ort. Wir helfen den Leuten in ihrer Heimat, bevor sie 1000 Kilometer in der Todesfahrt unternehmen, bei denen Kinder und Frauen sterben. Nein, wir wollen ihnen zu Hause helfen, wo sie als Teil ihrer Heimat sein können, ihrer Identität und für die Zukunft ihres Volkes schauen. Denn die Leute, die hier über diese Grenze kommen, kommen auch nicht als Flüchtlinge. Diese Leute, die über diese Grenze kommen, kommen als illegale Einwanderer. Sie kommen auch nicht als Asylwerber, sondern als Asylforderer. Und wir sagen, wir lassen uns das sicher nicht erpressen.
Wir sagen zuerst und vor allem die Heimat schauen und dann auf die Welt. Denn ein Volk, das überrannt wird, ein Volk, das mit Terror zu kämpfen hat, mit Kriminalität und mit einer verbündeten Gesellschaft, dieses Volk kann niemand auf dieser Welt helfen. Zuerst die Heimat und dann die Welt. Aber alle vereint in einem geistigen Kampf, ja vereint, über die Grenze Österreichs hinaus, in ganz Europa. Und der Patrick hat uns erzählt, über die Waffen, die Olaf hat. Ich möchte mal ein bisschen in die Tiefe gehen, jetzt hat der Patrick über die Fakten gesprochen. Na, današnji Skoc je austrijska policija iz jedne dobro dobrana taj ti zadnji koji je prišlo do Stopana Medljevičari i pamet protestniki koji zahtevaju za prče meja i ustavitev protoka migrantov najbi po nekih ocena bilo za 150 000 € materialne škode na automobilih in drugem premoženju. Weil wir eine Heimat haben und wir machen uns Sorgen. Ja, wir haben Angst in Bezug auf unsere Heimat und in Bezug auf unsere Kinder. Wir haben Angst, dass wir sehen, dass wir keine Kriegsflüchtlinge, keine Frauen und Kinder, sondern Bürgerkrieg für uns drücken. Verdammt, Polizier, Sao Poli, Protestniko. Was ich viel mehr habe, ist Furcht, wenn wir Opfer von den Juden, wenn wir Björn Gulasch von dir haben erzählen, dass sie von den linken Gutmenschen verjagt wurden, verjagt von den rechten Weltkonstruktionen. Dann werde ich wütend, und ich bin wirklich wütend, und ich glaube, ich werde auch wütend. Es ist wütend, dass es so böse ist. Es ist wütend, dass man die Kunde Sorge und Wut haben uns auf die Straße getrieben. Aber viel wichtiger, was uns auch auf die Straße getrieben hat, ist für mich das stärkste Gefühl. Denn wir sind nicht hier, weil wir das Übel in den Stirn bieten, der Invasion Europas, den importierten Terrorismus und Islamismus hassen. Wir sind hier, weil wir das, was hinter unserem Rücken liegt, was wir verteidigen, lieben. Unsere Heimat, unsere Mütter, unsere Kinder, unsere Frauen, unsere Häuser, unsere Landschaft, die in den niederländischen Bäumen auf den stehen. Das ist Österreich, das ist unser Land, in dem wir verbunden sind seit Generationen. Und jeder Einzelne von euch, der hier steht, jeder Einzelne, jeder Einzelne von euch ist Jahrhunderte alt, ihr seid lebendige Tradition und ihr seid das wahre Österreich, das hier steht. Und darauf bin ich stolz. Protestni shod se počasi zaključuje, več na manj se ponavljajo isti stavki, iste misli od tega, da zahtevajo od avstrijskih organov protestniki, da zaprejo mejo, do tega, da naj Freimann, predsednik avstrijske vlade, ne mudoma odstopi. Za razliko od prejšnje nedelje, ko je bil tukaj protest, na katerem se je prišlo do fizičnega spopada med levičarji in protestniki, je tokrat avstrijska policija poskrbela za maksimalne varnostne ukrepe. Vse okoli protestnikov je kar nekaj policistov, tudi pristopne ceste so zablokirane, tako da
ne bi prišlo do kakršnega koli fizičnega stika, če bi slučajno bili tukaj tudi protestniki iz vrst levice. To je tisti, proti katerim tudi danes protestirajo, proti multikulti in zahtevajo, da preprosto Evropa zapre meje za migrante.